Was ist denn das? Dick Duck? Mickey is a small-time crook in the slums of NYC. He was stolen off the streets by an evil corporation called BGB. He is supposed to write, direct, and star in a video game comedy broadcast on the net. Do-do-do. With his film crew. Do-do-do. While simultaneously making up funny films that he hates, cause they're about video games. Mickey also plans his devious escapes. It's fucking game jokes for kids. Ich kann mich nicht erinnern, euch Ärschen erlaubt zu haben, diesen Cartoon zu glotzen. Das ist Dick Duck, oder? Dick Duck. Das ist ein Spiel, oder? Keine Ahnung, ich spiele keine Videospiele. Mickey, du musst irgendetwas Witziges machen. Ach so, ihr wollt was Witziges? Na schön, ich gebe euch gleich mal was Witziges. Was so richtig Witziges, ihr Ärsche. Wie gefällt euch das hier, hä? Komm mir nicht zu nah! Na, wie steht es damit, hä? Wie ist das? Mögt ihr das? Ist das klasse, ja? Haut euch das um? Tritt das euren Lachmuskel? Das ist doch witzig, das ist doch alles so komisch hier. Na, was ist? Gefällt euch mein Sinn für Humor oder was? Zwei Bühnenlampen, drei handgemalte Hintergründe und eine 3000 Dollar teure digitale Filmkamera. Und wenn wir das alles mal außer Acht lassen. Ja, darüber weiß ich aber nicht. Deine vernachlässigten Pflichten zur Produktion von superwitzigen Inhalten von Videogamevideos.com. Kann ich mich gar nicht dran und erinnern. Und deine unglaubliche Feindseligkeit gegenüber der Filmcrew. Ich weiß überhaupt nichts, ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Minjung, du bist außer Kontrolle, was ist los? Ja, ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ja, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Warum nimmst du das Ganze nicht ein bisschen ernster, Mickey? Weil ich die Scheiße nicht machen will. Wir geben dir all das Equipment, das du brauchst, um zu drehen. Wir geben dir die Ressourcen und eine erstklassige Filmcrew. Ach, Sie meinen diese Vollpfosten? Ja, die sind wirklich erstklassig. Also ihr mögt vielleicht glauben, dass ich mies in Videospielen bin, weil ich ein Mädchen bin. Aber nein, denn ich bin richtig gut in Super Smash Bros. Und wer das nicht glaubt, gegen den werde ich dann spielen. Und dann werde ich alle besiegen. Was soll die Scheiße? Also ich will keine bekloppten Videogame-Videos oder was auch immer machen, okay? Videospiele sind scheiße, okay? Sie sind scheiße, sie sind für absolute Schnarchnasen, die Neuroleptika futtern. Also wenn Sie Videospiele mögen, dann ist das für mich eindeutig ein Anzeichen dafür, nicht richtig im Kopf zu sein oder psychisch krank zu sein. Oder ein sicheres Anzeichen dafür, Down-Syndrom zu haben oder so etwas. Ach ja, und bevor Sie noch irgendetwas sagen, ja, ich bin der Typ, der psychische Erkrankung immer gleichsetzt mit dem Down-Syndrom. Weil ich ein totales Arschloch bin. Und Sie sind jetzt so ein verrücktes Huhn, das irgendwelche komischen Videospielfilme macht oder was weiß ich. Ich blick da noch nicht mal selber durch. Was mache ich hier überhaupt? Lassen Sie mich gehen! Hör zu, Mickey, du hast ein ganz schön loses Mundwerk und du solltest dich langsam am Riemen reißen. Wir machen hier Videospiel-Videos und dafür ist die VGV nun einmal zuständig. Also reiß dich gefälligst zusammen. Ja, okay. Wissen Sie, was ich von Ihnen und Ihrer Firma halte? Hey Leute, wo wollt ihr denn hin? Also die Idee ist, dass du genauso bist wie Mario, aber du bist in der echten Welt. Und du bist irgendwie vom Glück verlassen worden. Und du bist ganz verbissen und ernst. Und ich glaube, das ist witzig, denn es steht in so einem krassen Gegensatz zu dem niedlichen kleinen Mario, den wir alle aus dem Spiel kennen, und dann den miesepetrigen und ernsten. Denkst du nicht auch, dass das witzig sein könnte? Ob ich glaube, dass das witzig ist? Ich glaube, es ist witzig, weil du glaubst, dass es witzig ist. Hey, seht euch das mal an. Die Wolken sehen genauso aus wie die Büsche. Seht mal. Wolken, Büsche. Wolken, Büsche. Wolken. Heiliges Wölkchen. Die Wölkchen sind eigentlich Büsche. Vielleicht probieren wir lieber ein anderes Spiel. Das waren 23 Minuten. Für 2 Meilen? Nein, für 1 Meile. 4 Runden sind 1 Meile. Oh, ist das gut? Nein, ist es nicht. Ja, also, ich bin ein paar Mal hingefallen. Ja, habe ich gesehen. War echt witzig. Aber du wirst noch um einiges schneller sein müssen, wenn du hierbei gut aussehen willst. June, roll es rein. Ich denke, das war ein bisschen verrückt, glaube ich. War das verrückt oder nicht?
Ich bin mir nicht sicher. Noch eine Kamera, Minion. Noch eine Kamera. Du bist vollkommen außer Kontrolle, sag ich dir. Was glaubst du, machst du ja, da? Sprich mit meiner Hand, alter Mann. Du machst meine ganze Ausrüstung kaputt. Hören Sie sich das mal an. Hören Sie sich das mal an. Einen Wortwitz, der in Deutsch nicht funktioniert. Verschwinde aus meinem Büro, Mickey. Verschwinde aus meinem Büro. Da müssen Sie fettwanzen drüber lachen, was? Ja, wirklich. Ja, du hast es erfasst, Junge, du hast es erfasst. Jetzt verschwinde aus meinem Büro. Über den Scheiß müssen Sie echt lachen, was, Sie fetter Sack? Ernsthaft, ernsthaft. Hör mal zu. Verschwinde hier. Verschwinde aus meinem Büro. Verschwinde gottverdammt nochmal aus meinem Büro. Ich hasse dein Gesicht. Ach ja? Was halten Sie dann davon, hä? Ist das gut? Sehen Sie so etwas gerne, ja? Weißt du was, Minion? Du bist ein Arsch. Sie sind das blöde Arschloch. Okay, also, wie klingt das? Was wäre, wenn Super Mario wäre... Jude. Wäre das irgendwie witzig? Minion, das ist okay. Ah!